Oh, da sind wir wieder auf der Hof Bergmann. Mal ich schon ab, okay. Pressen ist fertig, die Pretze bringen wir dann jetzt mal weg. Palim, 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 palom. So. Na, Marianne, so ist das, ne? Hoppala, das war nichts. Oh oh. Etwas zu dicht an dem Anhänger. So, so kann er bleiben. Muss ich mal schauen. Hier hatte ich das alle weg, ne? Ja. Mal hingucken hier. Hoppala. Bing, bing, bing. Oh, mein Rücken. Mein Rücken bringt mich um. Nee, haben wir nicht. Wir haben keinen. Haben wir nicht, haben wir nicht. Was haben wir? Ach so, da. Was haben wir hier? Nee, das sind die. Ballentransport. Konfigurieren. Ballenladen, ja. Die mal, aber das, nee, die Farbe, die ist auch scheiße, das gefällt mir nicht. Den hatte ich, der war so nicht schlecht, aber da kannst du so schlecht mit abladen. Nee, HD-Ballen auf gar keinen Fall. Konfigurieren. Ist der da schon wieder? Ja. Mal Zwillingsreifen nehmen. Farbe. Oh, die miete ich aber erstmal, um zu sehen, so, dann müssen wir zum Händler fahren. Also, ich muss da zwischen mal im Discord schreiben. Sorry oder so. Ja. Hoppala. Ui. Er rumpelt so vor sich hin, das rumpelt Zielchen. Dran denken, die halten da vorne wieder. Ist es trocken, ne? Haben
mal gucken, was wir so wegkriegen im Trocknen. Aber gepresst ist es ja schon mal, das ist ja schon mal gut. Es rumpelt und bumpelt. Was? Wer maunzt hier rum? Hey, Michel. Hey, du. Hey, du Räuber. Hast ja gar keine Mieze, keine Maus mitgebracht heute Nacht. Du. Das ist kein Bock. Oder waren keine da? Alle schon verjagt hier. Ich glaube, jetzt habe ich ein bisschen falsch gefahren. Könnte sein. Wir gucken. Rumpel, rumpel, rumpel. Ich weiß wieder, wo ich bin. Holtri und Holtriho. Ich glaube, ich sollte nicht so viel Mineralwasser trinken. Da mache ich völlig kirre. Ein junger Mann. Mhm. Ja, ja. Hoppala. Ja, meckert doch nicht so mit mir rum. Mann, ey, tut mir auch weh. Genau. Ich werde mit solchen. Ich bin da so sensibel. Wenn man so mit mir rummeckert, das kann ich nicht gut haben. Geht nicht mal. Komiker. Aber so. Ring, ding, 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 ding. Und zack. Und zack. Mal gucken, ob das jetzt geht. Na, okay. Wir werden sehen. Komm, was? Ich sehe nichts. Ja, komm rum hier.
wunderschönen guten Mittag wünsche ich euch. Ja, moin. Ach, bitte, ein Schnuckelchen nur. Sag mal, gibt's ja auch belegte Brötchen? Ja, zwei Tüten Chips hätte ich gerne. Gibt denn hier keine Brötchen? Gibt keine Brötchen. Grill habe ich nicht mit. Bier geht jetzt nicht. Guten Mittag, ja. Dann also bitte zwei Tüten Chips und zwei Flaschen Kakao bitte, ja? Jo, dann geh, bitte, tschüss, ciao. Hallo, wieder Joghurt sportlich. Mann, da muss ich doch tatsächlich Chips fressen zum Frühstück, weil die keine Brötchen hat. Ist ja, So weit aber auch. Hole weiter aus, erst länger wie du denkst. Boah, Alter. Kann ja wohl nicht wahr sein, kann ja wohl nicht wahr sein. Habt ihr gesehen, das hier ist eine Beutelstraße. Ja, andere Leute sagen ja Sackgasse zu, aber man kann auch Beutelstraße sagen. Sackgasse hört sich so ordinär an, ne? Ich muss hier rein. Oh, das war falsch. Scheiße. Eine zu früh. Muss dahin. Hat keiner gesehen, ist nicht so schlimm. Jetzt müsste das doch gleich hier auf den Acker gehen. So, dann schauen wir mal, ob er das jetzt so macht, wie ich das möchte. Macht er nicht. Aber jetzt. So soll es sein. Sprach Wallenstein. Kann man sich jetzt wieder drüber streiten, ne? Autolot. Ja, ich mach das mit Autolot. Das hier alles, weil du fährst dir ja einen Wolf mit dem Frontlader oder je nachdem, Teleskoplader, hier, was du hast zum Aufstapeln. Und dann mit unseren tollen Werkzeugen, die uns zur Verfügung gestellt werden, klappt das ja auch nicht unbedingt immer so hervorragend. Darum der Wegen. Ihr müsst euch einfach vorstellen, dass hier 20 kleine Bohlen rumrennen oder was auch immer, die uns das da hochschmeißen. Und aufstapeln natürlich. Ne? So wie das früher war, wie man das auch lose eingesammelt hat. Oder die kleinen Ballen, da lief dann auch die Bäuerin, die Magd, der Knecht, was weiß ich, daneben herum.
hat das mit der Forke aufgepiekt und hochgeschmissen quasi. Und ja, meistens waren dann oben die Frauen und haben dann gepackt. Ich kenne das auch noch, da liegt auch noch einer, wo die nicht den Ball gepresst haben, wo das Lose auf diesen sogenannten Heureiter stand. Und das dann lose hochgewuchtet wurde. Mag der eine oder andere vielleicht auch noch kennen. So, einen noch, dann bringen wir das erstmal weg. Solo Mio, ich muss wieder hier hinten runter, fällt mir gerade ein. Ich muss ja zum. Ne? Wenn der Weg ist, was ich meine. Rücken. Aber meine Rückenschmerzen kommen auch viel von dem Stuhl, der ist mittlerweile so weit von auf, ne? Ja, beim toten Winkel habe ich nicht gesehen, tut mir leid. Mann. Wie kann denn sowas nur passieren? Sind wir doch gleich schon da. Der Theodor, der steht bei uns im Fußballtor. So, jetzt mal gucken. Das machen wir so. Entladen. Oh Gott, was ist das denn? Was ist das denn für eine Scheiße? Also. Oh, weia, ey. Was soll das denn wieder? Ey, was sind das denn für komische Dinger hier? Meine
Herrschaften ein. Schön ist er nicht. Also das ist auch kein Wagen für mich. Das kannst du auch vergessen, das Ding. Letzten Bahn holen wir damit, die bringen wir dann wahrscheinlich zum Hof, denke ich. Ui. Ui, 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 ui. Das ist ja wieder eine Funktion, damit diesen Gedrehe, das braucht ja kein Mensch. Ne? So, das gefällt mir nicht. Hier im Verein. Oh, yeah. Yes, ja. Bille, bille, bille. Fangen wir eben an. Hier haben wir doch wieder aufgehört, ne? Ja. Jo, 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 jo. Momo, mein Mädchen. Na, mein Krümelchen. Hier mal gucken, wo ich die Bahn bei mir erstmal einlogge. Ja? Weil die sollten ja auch nicht unbedingt draußen stehen bleiben. Ne? Da tut ja nicht Not. Ja, jetzt geht das Drama hier wieder los. Kommst du so ja nicht durch, ne? Oh, Vater.
wenn die zügiger fahren würden. Ich weiß, warum bleibt der da stehen? Das verstehe ich überhaupt nicht. Also der letzte weiße Wagen hier, der könnte gerne weg sein. Dann könnte man zumindest schon mal über die Kreuzung drüber fahren. Ach komm, ich habe wieder so viele. Das ist doch Mist. Kommt noch mehr. Das machen wir jetzt anders. Wir fahren wieder hier in die Beutelstraße. Jetzt machen wir ihre Daumenleuchten an, weil wir jetzt uns hier ein bisschen illegal bewegen. Euer Ernst hier. Hey, da ist doch so viel Platz, wieso geht das nicht? Ich fasse das nicht, ey. Hat er denn da wieder eingebaut? Krise hier. Schau nicht weg, den Scheiß. Tütü, türü. Geht doch. Madam, oh Madam. Kommst du nicht durch? Andere Seite? Möchte ich ja ungern alles wegnehmen. Naja, hat er tatsächlich Barriere eingebaut, der Lümmel. Nützt ja nichts. Wir müssen noch mal vorwärts kommen hier, ne? Ich bringe den Wagen voll noch weg. Den verschollen wir auch noch. Geld, Geld. Wir brauchen doch das Geld. Ja. Ah ja. Ja, so ist fein. Dann bringe ich den weg. Gebe den Anhänger direkt wieder zurück, weil der gefällt mir nicht. Erstmal beim Händler stehen lassen. Mal gucken, weiß ich noch nicht. Bin zu weit gefahren, ne? Ja klar. Auch egal, dann fahren wir hier hinten rum. Da kann ich auch so rumfahren.
Ui. Ja, siehst du, aber das hätte ich auch schon wieder geschafft, ne? Strohverkauf, alles im Trocknen noch hingekriegt. Besser geht's ja nicht. Oh oh, der kommt doch da rausgeschossen. War so klar, ne? Dass ich Vorfahrt habe, interessiert hier keine Sau. Das interessiert überhaupt keinen. Nö, nö. Hoppala. Attenzioni, attenzioni. Oh, Ball. Der Walter, der rennt da immer rum nur. Ja. Müssen wir mal gucken. Warum geht das nicht? Das ist doch nicht. Wieder bei diesem Scheiß hier. Einfach rüberschieben, loslassen, fertig. Ach jetzt. Komisches Werks. Ja, wie gesagt. Hat mich nicht überzeugt, das Fahrzeug. Der Anhänger. Kommt weg, hä? Ups. Kommt weg, kommt weg. Weg, weg. Huibu! So. Das haben wir schon mal. So. Und tschüss. So. Jetzt gucken wir eben noch hier. Da. So. Abschließen. Zack. Oh.
So, das soll es dann wieder gewesen sein. Ich bedanke mich wie üblich. Mal gucken, Moment. Für euer Interesse. Für euer Interesse, fürs Zuschauen. Nee, das bleibt. Tools. Haben wir das hier? Nee. Produktionen. Die kleine Dieselproduktion. Ah ja, die ist nicht schlecht, ne? Sonnenblumen rein, Diesel raus. Also quasi Biodiesel. Das werden wir uns mal gönnen für 25.000. Das stelle ich mir aber auf den Hof. Oder irgendwo da in die Nähe zumindest. Genau. Okay, das wollte ich noch geguckt haben. Die haben wir zum Testen von dem guten Jahr so bekommen. Also ein paar Leute haben die zum Testen bekommen, bevor er die freigibt. Eine größere Dieselproduktion gibt es ja schon von ihm. So, okay. In diesem Sinne sage ich erstmal, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, es war nicht zu langweilig für euch und winke.